Okay, ich habe mal lila Suppe. Ach so, mein Trichter fehlt. Entschuldige. Ich habe jetzt den Portalstein. Ich habe meinen Apfelschneider. The portal is ready. Oh dear, it seems the castle has fallen to an evil force. Well, let's remove this evil spell first, so you can get through safely. Oh, and take my magic bow. It will protect you from dark magic. Na gut, gib her. Ich habe schon wieder einen achtbeinigen Gast bei mir im Zimmer. Weil ich vorhin das Fenster auf Kipp hatte, kurz. Sonnenfinsternis. Ich habe einen Dreizack, ich habe das hier. Die Sonne und der Mond geben eine Sonnenfinsternis. Musik und ein Jäger. Rief Aladdin Meeresgöttin. Okay, das ist Aladdin. Was ist denn sonst noch Aladdin? Wo ist die Wunderlampe? Aladdin. Meeresgottes habe ich einen Dreizack. Und eine Krone. Brief. Papier und Schreiben. Was ist ein Hufeisen? Aschenputtels Kutsche. Das ist wie Kürbis und Hufeisen. Was? Ach nee. Hufeisen war hier. Hä? Hufeisen und Kutsche geht auch nicht? Die Mäuse? Die Mäuse, die verwandelt werden? Der Jäger. Also ich habe das hier. Habe ich auch Pfeil und Bogen irgendwo? Sterne? Was ist da? Taschenuhr, Magie. Taschenuhr. Magie habe ich irgendwo hier doch. Das ist da, das hier und Hexenhut. Glück, Rotkäppchen Hofnarr. Das ist der Hofnarr wahrscheinlich, ne? Das hier ist dann das Glück. Musik. Das hier und Musikinstrument, ne? Irgendwo hier war doch auch noch gerade irgendwas, die Feder. Hier ist ja die Bösewichtin. Es ist an der Zeit, das Geschenk von Rotkäppchens Großmutter einzusetzen. Magischen Bogen? Soll ich die jetzt abschießen oder wie? Na toll, jetzt holt die sich eine Hydra. Was ist denn das denn? Ach, still. Wo ist das? Anderes Symbol? Ich sehe das andere Symbol nicht. Da hinten. Kommen ja noch Krähen dazu. Achso, ich muss ihn mal abschießen. Ja, sind das nicht die gleichen? Scheinbar nicht. Ach so, das sind zwei unterschiedliche. Die sehen beide fast gleich aus. Das hier. Ja, jetzt muss ich das andere dazu auch noch finden. Ja, wo ist das? Außer da hinten auf dem Stein. Da auf dem Stuhl. Ich hoffe, ich habe genügend Pfeile übrig, ne?
Warte, es ist zäh. Das C, das. Keine Ahnung, das C für. Das andere C. Das und das. Das hier unten. Nicht das hier, sondern das. Deine Hydra müssen jetzt langsam die Köpfe ausgehen. Oder wachsen die jetzt schon wieder nach? Enough! I simply wanted to test your skill. I know why you're here. You think I'm responsible for this? Well, I'm not. Listen, for this is the truth. I ordered the huntsman to steal the storybook so the princes would leave the capital. After people began disappearing, I easily took control of Fairyland. But then places began changing, too, without my command. I couldn't stop it. Our magic is fading. I believe someone is rewriting our storybook. That would explain these sudden changes, would it not? I'll try to maintain what I can, but you must return the book. Na toll, jetzt wo ich gerade essen wollte. Also gut. Böse Königin sagt, ich bin nicht schuld. Ich mach das hier nicht. Bring das mal bitte in Ordnung für mich. Ja, natürlich, wie immer. Ich muss immer alles in Ordnung bringen für andere. Tut mir leid, ich kann die Spinnen hier fast nicht aus den Augen lassen. Es sind zwei Stück, die hier rumlaufen. Der Jäger sollte mir das Märchenbuch bringen, damit ich mir selbst ein glückliches Ende schreiben konnte. Zu sehr enttäuschte mich sein Versagen jedoch nicht, da ich das Märchenlandschloss leer vorfand und leichter Hand die Macht an mich reißen konnte. Okay. Ich habe ja einen Apfel, der leuchtet. Ich brauche nur die Apfelkerne, damit baue ich mir jetzt einen Baum, richtig? Könnt ihr zweimal bitte da oben sitzen bleiben? Ich finde das nicht gut, dass ihr da rumlauft. Ach süß, der Wolf hat mir gerade die Pfoten gehoben. Ja, ich brauche erst ein Grabwerkzeug, wie immer. Warte, ich habe jetzt die Fuchsstatue, die gehört hier hin. Ein Grabwerkzeug. Dann muss ich die anderen vielleicht doch nicht retten, so wie ich das zuerst befürchtet hatte. Weil wir ja fünf Prinzessinnen waren, inklusive mir und den beiden, die gerettet waren, wären ja dann noch zwei übrig gewesen. Da ist magischer Dünger. Okay, muss ich den erst verdünnen? Ruf da. Natürlich. Immer drauf da. Es hält auf jeden Fall. Alles kein Problem. Magischen Horn. Ich schleppe seit Anfang an diese blöde Flöte mit mir rum und jetzt brauche ich sie endlich. Möglich. Also das ist falsch. Okay, ja, das dachte ich mir schon.
Bleib bloß da oben. Ich sehe, was du da machst. Okay. Ugh, what a pity. The magic mirror could show us who currently has the storybook. But I'm afraid he's feeling broken up over it. Perhaps you can fix it. Ja, natürlich. Nachdem das Märchenbuch verschwand, zerbarst der Zauberspiegel und die Magie begann, aus dem Märchenland zu verschwinden. Wenn ich den Spiegel wiederherstelle, kann ich vielleicht das Buch finden und das Märchenland retten. Die Einspinne, die tanzt da oben an der Decke rum und das sieht jedes Mal aus, als würde sie gleich runterfallen und dann so nicht mal unbedingt auf meinem Tisch aufschlagen, aber so gerade so daneben. Und das macht mich ein bisschen nervös im Moment. Alter, bleib da oben. Vor allen Dingen, geh da weg. Geh von mir weg. Geh von meinem Tisch weg. Die andere verhält sich friedlich. Aber die hier nicht so unbedingt. Oh, na, oh Gott, sie läuft viel weiter weg. Sie läuft von meinem Tisch zwar weg, aber trotzdem. Was ist der Mad Hatter Stuff hier? Das Robin Hood kann er sein. Ja, Robin Hood hat nur leider keine. Keinen feinen Bogen. Also hier hinten glitzert es die ganze Zeit, deshalb denke ich, ich kann da draufklicken, aber. Das ist nur so Blitze und Bling-Bling. Reliefragmente. Ich finde passende Paare. Ah, ich muss das so, ich muss das hinsetzen. Okay, wo ist ihre Halskette? Gehört denn das hin? An den Ärmel. Wo gehört das hin? Das gehört da hoch. Was ist das? Gehört dahin, ja. Ich suche noch ihre Halskette, die ist noch immer weg. Was ist das? Es ist an keinem von beiden dran, deshalb irritiert mich das. Zwei Sachen brauche ich noch. Ja, ich finde ihre Halskette nicht. Jetzt weiß ich nicht, was es ist. Wo es hingehört. Irgendwann in den Hintergrund. Ja, an die Seite. So. Halskette, keine Halskette. Wo ist die? Da unten. Verdammt, jetzt ist sie genau bei meinem Bett. Jetzt ist sie genau bei meinem Bett. Fall bloß nicht runter. Ich krieg noch echt die Krise mit dem Viech. Die andere, etwas größere Spinne, die hier sitzt, die ist ganz brav und verhält sich friedlich.
Hätte ich nicht eigentlich zwei Kupferfedern das haben sollen? Ah ja, da. Hier wollte ich... Das gehört hier hinein, ne? Okay, was passiert mit dem Stuhl? Ich bekomme einen Schlüssel. Und hier, du bekommst Pfeil und Bogen. Ah, du hast die Uhr meines Hasen. Der ist ja auch noch unvollständig. Jetzt habe ich das hier. Oh Gott, das jetzt wieder hin. Oh, nicht hier rein, auf jeden Fall. Zwei von der. Ja, ich habe hier in meine Kaste. In meine Kaste. Ja, in meine Kasten. Darin, Spiegel. Okay. Okay, okay. Ja, Spiegel, du zeigst mir das Falsche. Nein. Oh, hey, da ist es. Wer hat es denn? Keep out. Alice? Hat Alice das Buch? Geht weg. Alice in Wonderland. Not here. Kreuz und quer über meine Zimmerdecke. Who are you? Stay back. Gretel. Or I'll use my book on you. Then you'll be sorry. Kann ich beides aufmachen? Ja. Minispielhinweis. Okay, ich gucke erstmal, was ich tun soll. Löse alle Rätsel, um das Schloss auseinanderzunehmen. Erforsche die interaktiven Elemente oder tippe auf die Minispielhinweis-Schaltfläche für mehr Informationen. Okay. Ich muss jetzt erstmal herausfinden, was ich tun kann. Ich fürchte, ich muss mit der Sonne anfangen. Okay. Wie fange ich dann mit der Sonne an? Alles rot auf einer Seite. Leute, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss auf Pause drücken. Ich muss mich dieses Spinnenproblems annehmen. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Surface Verlorene Mühe Märchen. Ja. Neuer Tag, neue Aufnahme, neues Glück. Ich habe mein Spinnenproblem gelöst, indem ich die Spinnen verloren habe. Und dann war ich zu nervös, um aufzunehmen. Und, ja. Ich habe die Spinnen verloren, ich weiß nicht, wo sie hin sind. Auf jeden Fall sind sie fort. Meine Vögel sind aktiv im Hintergrund. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Zorn. Wenn ich das bewege, ich das hier wieder mit, ne? So ein Kopf. So ein Krampf. Gibt es irgendetwas, was dieses blöde Ding jetzt mitbewegt? Och, du kannst mich mal. Kackspiel hier. Ja, ihr beeinflusst euch jetzt gegenseitig, ne? Das ist ja super doof. Gibt's irgendwas, was dich hier noch beeinflusst? Nee. Das hier lässt sich... Also die zwei beeinflussen sich gegenseitig, das ist doof. Gibt's irgendwas anderes, was hier mit beeinflusst? Jetzt habe ich euch zwei übrig, ne?
Ja, irgendwie geschafft. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Ich habe Wolken. Och, du mich auch. Okay. Jetzt habe ich hier unten zwei Fische und Gras. Ich habe zwei Fische und Gras. Ich frage nicht diesen verdammten Hinweis. Nein, zurück. Da wollte ich nicht draufklicken. Ich wollte auf dieses dumme Gras. Ich habe das Gras zum Wachsen gebracht. Habe ich hier zwei Fische? Kann ich die hinhängen? Kann ich die an die Lanzen binden? Ach, ihr wollt... Ihr habt Hunger, oder wie? Du willst die zwei Fische, okay. Ich habe jetzt hier zwei Flaggen. Ja. Mit denen ich nichts tun kann. Ja. 7. Ah. Nee, jetzt war schon mal nicht. Jetzt war aber das richtig. Die zwei? Nein. Oh, hau ab da. Und die zwei. Okay, für den komischen Katzenhund hier. So, hier die Stifte. Kann ich die jetzt bitte... Was soll ich denn jetzt machen? Euch anklicken, oder wie? Ach, ich muss euch abwerfen. Ach, nicht sie, sondern nur ihn. Okay. Ja. Nee, aber dich nicht. Ach. Mist. Ich warte jetzt, bis da wieder hier unten rechts ist. Der wird schon immer wieder hier unten sein. Nee, da oben taucht er auch ab und zu auf. Okay, jetzt warte ich auf hier. Hallo. Ich hab geklickt, du Arsch. Oh, das ist nervig. Nein, nicht du, du Troller, hau ab. Ich spamme hier verdammt nochmal die Taste, aber er in. Ach, sie darf ich. Nee, sie darf ich nicht abwerfen. Ich darf nur ihn abwerfen. Komm, Idiot, tauch wieder auf. Ach, ist das nervig. Okay, er taucht auf jeden Fall hier oben auf. Ja, jetzt taucht da unten. Du mich auch. Okay, wo taucht er jetzt noch auf? Hier irgendwo, ne? Ah, da hinten. Ja, wir warten auf da hinten. Wir warten auf hinten. Och, komm schon, Junge. Ich habe keinen Nerv für dich. Ja, dann halt nicht. Och. Vor allem, der muss ja echt schnell sein. Der ist ja schon wieder weg, bevor du überhaupt werfen kannst. Ach nein, jetzt ist auch noch Tetris von mir. Muss das irgendwie zusammenpassen? Ja, scheinbar muss das hier irgendwie zusammenpassen, ne? Ah, das hat er mich gar nicht dahinsetzen lassen. Nö, da darf nicht hin. Tja, dann sowieso schon mal nicht, ne?
Ja, passt auf jeden Fall da rein. Nein, nach da unten. Wie nein? Das gehört hier rein. Setz es da rein, du blöd Mann. Please don't hurt me. I'm Gretel. I've been living here in this boarding school since my parents died. When I found this book, I was just rewriting it for fun. These stories were just so fake, but I wanted to make them real. You are real, aren't you? Are you a princess? Yes. I'm Cinderella, and I won't hurt you, Gretel. Maybe I can help you. If you give me that book, maybe we can write your own fairy tale. Would you like that? Is that even possible? Yes! That's what I want. But the book is torn. I didn't do it, though. I swear. Ja, ist ja schon gut, Kind. Okay, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich hab nur das Buch. Okay. Wie, meine Seite ist nicht... Ach nee, die kleine Meerjungfrau. Was hab ich hier? Keine Ahnung, das ist die hier. Rotkäppchen war die da. Und ich bin wohl ganz hinten im Buch. Once the storybook returned to Fairyland, peace came with it. All of the fairy tale characters left the real world and returned to their stories. But a little something extra came with them. Oh, das war's jetzt wohl schon. Hoppla, na sowas. Das waren ja nur noch, was, 10 Minuten? Oh. Die hätte ich wahrscheinlich auch zu Ende spielen können gestern. Naja. Das war jetzt jedenfalls Surface, ja. Surface, verlorene Märchen. Ein Würfelspiel aus einer Reihe, die deutlich mehr Teile hat, als ich besitze. Wie gesagt, ich kenne nur einen weiteren Teil, der, und zwar den zweiten, der schon sehr, sehr, sehr viel älter ist und der mir nicht so wirklich gefallen hat, weil dieser Teil zu einer Zeit entstand, als man vermehrt auf dieses komische 2D-3D-Gedöns gesetzt hat und das hat einfach optisch überhaupt nicht zusammengepasst. Also ich fand den Teil ein bisschen merkwürdig von den Grafiken her. Es war nicht komplett 3D, das war ja, oh Gott, die 3D-Zeit war ja echt schlimm bei denen, sondern so ein komischer Mix, der einfach nicht wirklich stimmig war. Deshalb habe ich von der Reihe dann auch Abstand genommen, weil ich befürchtet hatte, dass die anderen Teile auch so sind. Aber die liebe Litebi hat mich darauf hingewiesen, dass die Reihe eigentlich ganz gut sein soll, weshalb ich mir dann irgendeinen hier rausgeholt habe. Ich weiß nicht mal, welcher das hier ist. Ist wahrscheinlich auch schon einer, der älter ist. Den Grafiken nach und der Auflösung nach. Aber wir werden ja, wenn das hier durchgelaufen ist, das dann gleich sehen. Ja, wir haben ein weiteres Märchenspiel gespielt. Irgendwie habe ich einen Hang dazu, Märchenspiele auszugraben, in denen man Prinzessinnen spielt oder rettet. Aber eigentlich war der Teil jetzt ganz hübsch. Auch wenn ich viel gerantet habe und viel am Zurnen war. Was eigentlich eher der Klickunfähigkeit des Spiels geschuldet war. Fand ich das Spiel wirklich sehr gut. Also mir hat es sehr gefallen und ich hoffe euch auch. Und dass wir uns dann im nächsten Video... Hoppla, Entschuldigung, zu viel Tee getrunken. Wiedersehen werden. Bis dahin, eure Serenity.